Der Lastenausgleich droht zu scheitern. Und woran liegt's? An der Inkompetenz unserer Behörden. Denn ganz klar muss man auch schon mal sagen, würde man natürlich hier eine effiziente Behörde haben, dann würde es durchaus funktionieren. Das sieht man ja schon an der Grundsteuer, die ein ultimatives Chaos ausgelöst hat. Wo ja auch Olaf Scholz mal wieder komplett versagt hat. Wir schauen uns heute mal das Thema an. Vermögensteuer, Lastenausgleich. Und warum vor allem hier natürlich eigentlich das Ganze komplett überflüssig ist und Linke einfach nicht verstehen wollen, warum der Vermögensabgabe, Lastenausgleich und sonstige Bereich eigentlich eine Erfindung aus dem letzten Jahrhundert vielleicht oder Jahrtausend ist, wo man ganz klar sagen würde, würde man sich selbst mal an die Nase fassen, dann würde man durchaus etwas erreichen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, ich habe ja gestern schon ein Video gemacht zur Spaßstudie von, ich glaube, Oxfam, Netzwerk Steuergerechtigkeit oder Steuerungerechtigkeit, ich weiß nicht, wie die heißen, und so weiter und von der ETH Zürich, die sich eigentlich so maximalst damit nur blamiert haben. Denn die Studie ist fachlich, selbst für den Laien, so grottenschlecht. Aber schauen wir uns mal an, wie es denn eigentlich da weitergeht. Denn hier zum Beispiel heute ein spannender FAZ-Artikel, wo es darum, warum die Vermögensteuer nicht wiederbelebt werden muss. Aktuell ist es ja so, wie ich angekündigt habe, dass wahrscheinlich hier beim IWF und auch derzeit, also bei, sag ich mal, in Davos wurde jetzt schon besprochen, IWF soll es jetzt gerade besprochen werden, hier werden die Brasilianer dafür und vor allem auch bei G20 soll es ja hier ein Thema werden. Die Linken wollen natürlich jetzt die Vermögensteuer wiederbeleben, um hier Superreiche bei der fairen Finanzierung des Staates zu beteiligen. Und hier geht es natürlich schon seit ein paar Jahren den sogenannten Balkon, der, sag ich mal, für die Reichen gilt. Aber ganz klar ist, das Ganze wird wahrscheinlich scheitern. Warum? Weil eine gleichmäßige Besteuerung nicht zu garantieren ist. Obwohl nichts leichter als Grundbesitz zu erfassen werden kann, hat schon die Grundsteuer die Finanzämter an ihre Grenzen gebracht. Was am Ende bedeutet? Es würde allein an der Bürokratie in Deutschland scheitern, hier ordentlich eine Vermögensteuer oder einen Lastenausgleich umzusetzen. Und da kann ich heute Brief und Siegel geben. Sollte es einen Lastenausgleich oder eine Vermögensteuer in irgendeiner Form geben, dann wird das erstens ein massives Minusgeschäft. Warum? Weil ich schon weiß, es wird massive Klagen geben, es wird massive Bewertungen geben, die so nach unten gedrückt werden. Und das war auch was, was ein Steuerberater mir erzählt hat und auch mein Vater damals, der auch Steuerberater war, hat gesagt, die Vermögensteuer war etwas Schönes für Steuerberater, weil sie damit Vermögen aufbauen konnten. Und das Schöne ist, am Ende wurden so viele Unternehmen und Vermögenswerte so niedrig bewertet, dass am Ende sogar Gutachten da waren, wo das Finanzamt am Ende da ist und gesagt, ja, die haben einfach recht. Das Gesetz kann nie die Realität so genau abbilden. Was dazu geführt hat, dass die Vermögensteuer am Ende daran ja gescheitert ist, weil es eine Bewertungsungleichheit gab, die man bis heute auch bei der Grundsteuer nicht aus ganz einfach hebeln konnte, weil man auch dort wieder sieht, wie problematisch die Situation ist. Und jetzt ist natürlich auch das Thema, wo man sagt, naja, aber man muss doch den Staat finanzieren. Und da muss ich wirklich immer wieder sagen, wer heute noch, und da muss ich jetzt wirklich so klar sagen, so dämlich ist und nicht kapiert, dass wir in Deutschland kein Steuergeldeinnahmenproblem haben, sondern ein Ausgabenproblem. Dafür reicht folgender Artikel. Und zwar, den habe ich ja schon in einem anderen Video zitiert, und zwar zwei neue Silben für 750.000 Euro. Das kritisiert der Bund der Steuerzahler. Und zwar, weil das Familienministerium von Lisa Paus will einen Familienservice statt der Familienkasse. Und der Bund der Steuerzahler hat jetzt nachgefragt, was dieser Name kostet. Und daraufhin kam die Antwort, dass hier mit aufgrund der entsprechenden für zum Beispiel bundesweit, ich zeige es euch auch, damit es hier nicht wieder heißt, Fake News, in der Broschüre heißt es, für zum Beispiel bundesweit erforderliche neue Behördenschilder, Entwicklung eines Corporate Designs, Anpassung des neuen Namens in IT- und Printprodukten, werden 750.000 Euro fällig, wie das Ministerium dem Bund der Steuerzahler auf Nachfrage mitteilt. Dem zuständigen Bundesfamilienministerium seine wohlklingende Semantik wichtig, urteilte der Verein. Das muss man sich mal geben. In derselben Zeit, wo wir nicht, mir nichts, dir nichts, 750.000 Euro für eine völlig bescheuerte Umbenennung und die völlig bescheuerte, also ganz ehrlich, jemand, der heute hier in einer Wirtschaftskrise, in der sich Deutschland befindet, gleichzeitig in einer Haushaltskrise hier Gelder frei hat, fast 1 Million Euro, nur dafür, dass man aus einer Familienkasse
einen Familienservice macht. Entschuldigung, der gehört schlicht und ergreifend seines Amtes enthoben und jeder Beamte, der das mit durchgeführt hat, gehört im Grunde hier zur Rechenschaft gezogen. Da muss man ganz klar sagen, denn während hier Steuergelder von der Nettosteuerzahler verteilt wird, und deswegen wisst ihr, warum ich so wichtig dahinter bin, dass man diesen Begriff Nettosteuerzahler ganz einfach hier wirklich als erstes in der Schule lernen sollte. Das wird hier umverteilt. Das sind Steuergelder. Das hätte in Renten umverteilt werden können. Das hätte ins Gesundheitswesen wandern können. Das hätte in Infrastruktur wandern können. Klar, 750.000 Euro sind nicht viel. Aber wie gesagt, das ist nur eine von vielen Positionen. Denn der Bund der Steuerzahler hat in seiner neuesten Broschüre, die ich mir jetzt auch übrigens bestellen werde, hier mal zusammengestellt. Eine kurze, sag ich mal, Situation, wie man Deutschland hier effizienter gestalten werden kann. Und haltet euch fest, es geht hier um mehr als 1,7 Milliarden, die man so mit einem Fingerschnippen hätte sparen können. Gehen wir mal her. Exemplarisch hierzu 20 Millionen Euro pro Jahr für den doppelten Regierungssitz, 28 Millionen für einen Imagefilm Deutschland im Ausland, mehr als 200 Millionen für die Flugbereitschaft, laufende Kosten, weil man sich zu schön ist, hier mit ganz einfach normalen Fliegern zu fliegen, weil sonst müsste man sich ja mit dem Pöbel abgeben. Knapp 270 Millionen für Öffentlichkeitsarbeit und 1,2 Milliarden für Rekordausgaben im XXL-Bundestag. Und wer mir dann erzählt, wir brauchen eine Vermögensteuer, um diesen Schwachsinn hier zu finanzieren, dann muss man ganz klar sagen, diese Personen gehören alle ihre Ämter enthoben, denen gehören alle Altersbezüge gestrichen. Weil du ganz ehrlich sagen musst, wer an dem hier im Familienministerium damit mitgearbeitet hat, der gehört vor ein Gericht gezogen. Denn das ist 1:1 Steuergeldverschwendung, die hier stattfindet. Und da habe ich auch eine wichtige Doku. Schaut euch das Ganze mal an. Ich werde sie vielleicht unten verlinken, auch vom BR. Über die Steuergeldverschwendung in deutschen Behörden. Weil man hier ganz klar sagt, na, ist ja nicht unser Geld. Schließlich sind wir nur Beamte, die hier das Geld verteilen müssen und nicht diejenigen, die es erwirtschaften. Und wenn ich dann auch lese zum Beispiel, dass die Linkspartei jetzt vorschlägt hier, Tesla hier sich staatlich daran zu beteiligen, muss man sich mal vorstellen. Oder die Linken wollen, wie gesagt, die Vermögensteuer einführen. Oder an der Stelle, man möchte die Sozialausgaben weiter erhöhen, wo ja schon mit knapp 180 Milliarden der Sozialhaushalt der größte Haushalt überhaupt ist. Und dann kommen mir hier so Personen an, die dann, mal nie, mir nicht, 750.000 Euro deutsche Steuergelder hier verteilen. Oder, wo ich heute schon einen anderen Video hatte, wo man ganz klar sagt, wir haben Geld dafür. Zum Beispiel 1,6 Millionen Euro, die jetzt von Claudia Roth bzw. vom Familienministerium verteilt werden. Hier zum Beispiel für eine bekennende Marxistin, die zum Beispiel auf Twitter postet, wir sagen natürlich, die Springer-Journalisten sind Schweine, wir sagen, der Typ an der Tastatur ist ein Schwein, das ist kein Mensch und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und natürlich kann geschossen werden. Diese Frau, BAFTA Sabo, Vorstand des entsprechenden Vereines, hat hier im Grunde 1,6 Millionen seit 2021 bekommen. Weiter geht es zum Beispiel hier mit einer spannenden Aufstellung, wo man auch sagen kann, hier im Großen und Ganzen das entsprechende der Verein, und zwar hier das Deutsche Zentrum für Integration und Migrationsforschung, hat seit hier im Grunde 2018 bis 2017 71,2 Millionen an Steuergeldern aus dem Familienministerium bekommen. Unter anderem wird hier mit Fake History gearbeitet und es ist natürlich hier das Thema Opferhierarchie und Ähnliches, was hier gestärkt werden muss. Und da muss man ganz klar sagen, wer für so etwas Geld hat, für so einen ultimativen Schwachsinn, dem sollte man nicht noch mehr Geld geben. Und deswegen auch die Vermögensteuer ist nicht das Problem. Es ist das Problem, wie man das entsprechende Geld natürlich verteilt. Und wie gesagt, ich denke, dass es durchaus hier die Vermögensteuer, Lastenausgleich oder was kommen sollte, das nächste große Thema wird, womit wahrscheinlich auch die AfD am Ende wahrscheinlich der größte Profiteur ist. Und das schreiben uns mal in die Kommentare. Was ist deine Meinung dazu?